Was hatte ich? Achso, das wollte ich noch sagen. Ich habe damals habe ich das so gemacht, dass ich für jedes Rezept, was ich hatte, einen extra Carpenter gebaut habe. Dann habe ich da das Rezept eingespeichert und dann war egal, wie viel Flüssigkeit da immer drin war. Und dann ließ sich das auch automatisieren. Also, jetzt wie zum Beispiel bei hier Mechanismen und so, da mache ich das grundsätzlich auch so. Ja genau, da hast du ja auch das Problem, dass du nicht nur mit Flüssigkeiten, sondern auch entsprechend Gase und so da drin hast. Und genau. Dann lohnt sich das schon. Langsam, das Ding. Ja, das ist aber so. Nee, hier kann man tatsächlich auch Upgrade-Sets reinhauen mit den Sockets. Das war nämlich auch nochmal ein bisschen kompliziert hier. Du kannst hier. Wie hießen die denn jetzt nochmal? Sind das nicht diese Term. Die du aus dem Thermionik rauskriegst da? Ja, diese komischen. Gucken, wo die sind hier. Die Elektronenröhren. Die waren dann auch nochmal ein bisschen kompliziert. Ja, du musst halt einen Thermionic Fabricator dafür bauen. Ja, das ist nicht das Problem, aber über die verschiedenen Varianten hier wieder Übersicht zu finden, ey. Da habe ich mal Tutorials drüber gemacht, aber das vergisst du sofort wieder. Ja, das ist halt auch so, das benutzt du so unglaublich selten. Einfach meine eigene Tutorials kochen. Meine eigenen Stolz. Und dann am besten noch reinschreiben, danke, das war sehr hilfreich. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, du kannst aus Wheat keine Samen machen, der macht da automatisch Ding draus. Mehl. Müssen wir vielleicht auch mal gucken, ob wir da irgendwie ein anderes Rezept noch einfügen. Für Weizensamen. Korrekt. Okay, ja, das könnte man tun. So, einen Seed Oil Bucket. Den könnte ich mir jetzt irgendwie über mein Gesicht kippen. Ich lasse es aber sein. So, jetzt macht der imprägnierte Dinge. Brauchst du auch eine ganze Menge. Ja, das ist alles nicht ganz so billig. Ja gut, dann müsstest du halt vielleicht eine vernünftig große Farm bauen irgendwo, wo du dann halt die Seeds herkriegst. So, hier nehmen wir den Rest rein. Huch. Ach, hast du gerade Baumstämme? Nee, ne? Ich hol mal eben welche. Der fleischhackende Zerhacker. Nee, hassende Zerhacker. Hier was drin rumliegen? Ja, das muss reichen. Das am Dach sieht noch komisch aus. Ich glaube, da muss ich noch Steinziegel austauschen. So, dann habe ich jetzt gleich, sobald er das gecraftet hat, 4 imprägnierte Gehäuse. Soweit, so gut. Soweit, so schlecht. So. Dann mach ich mir mal im Licht an. Apiary. Was ist das? Von Pams, okay. Wahrscheinlich, ich muss mal eben gucken, konnte man hier auch schon Upgrades reinlegen in die normalen Bienenhäuser? Nee, das sind wirklich diese ganz normalen Standard-Dinger, mit denen du nur am Anfang mal eben kurz ein paar Waben machen kannst. Ja, ich glaube, die brauchst du, wenn ich mich noch richtig erinnere, ja auch nur dafür, um am Anfang das Zeug zusammenzukriegen, dass du halt eben dieses, die ersten Sachen halt überhaupt machen kannst. Mhm. Auch eine Änderung im Vergleich zu damals, zu dem alten Tacket Light Plus. Da war das nämlich noch normal. Da gab es nur den Standard, den du so gebaut hast, wie jetzt die Bienenhäuser. Mit denen konntest du dann auch schon alles machen. Oder halt, ja. Muss ich mal eben jetzt ein bisschen. Mal eben schnell hier die Glasscheiben reinhauen. Und die Dinger tue ich
hier mit rein. Das Ding kommt hier rein. So. Das. So, mal gucken. Kann ich die... Hast du ein Bienenhaus gekriegt? Nee, ist hier runtergefallen. Alles gut. Ich habe meinen Ring extra ausgezogen, dass ich dir nicht ständig Sachen tue. Ah, also dass die Leute denken, ich benutze irgendwie so komische Cheats und so. Du Cheater! Ja, Multi-Hater cheated, der ist schon so weit. Ja, das ist, hat nichts mit Cheaten, sondern mit Suchten zu tun. Das sind, ist beides nicht zwingend gut, aber... Darüber mal ein anderes Mal, Kinder. So. Hier kannst du nämlich auch schon Upgrades reintun. Jetzt hast du da nämlich nur drei extra Slots. Da kannst du diese Rähmchen reintun, die das... Naja, ein bisschen beschleunigen oder halt die Drops ein bisschen beschleunigen, die Droprate. Mhm. Wo hast du jetzt da Upgrades reingetan? Noch gar nicht. Du könntest welche reintun. Ich hab keine. Ach, dass du die drei dann. Achso. Ah, diese diese Siebe da quasi. Genau. So, hier geht's. Das ist ja schön. Mal gucken, ob das auch so funktioniert wie damals. Jetzt brauche ich nämlich noch zwei Zutaten. Erstere wäre Gold. Ich gieße mir mal einen Goldblock. Und zweiteres wäre Diamanten. Wo habe ich Diamanten? Da habe ich Diamanten. Diamanten! Wir sind reich! Reich bitte? Lass mich raten, hier waren deine Bienen auch schon ein bisschen aktiv. Es wundert mich tatsächlich. Die sorgen zwar dafür, dass Blumen sich schneller ausbreiten, aber hier sind so viele verschiedene Blumen auf einmal, als wäre hier irgendwie so ein schwuler Typ vorbeigekommen und hat die ganzen Blumen, die der gerade im Inventar hatte, da einfach platziert. Gut, vielleicht hat Fairy Master das wirklich gemacht, wer weiß. Das könnte sein. Also, weil ich war es nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wie zum Geier habe ich das damals gemacht? Oder ging das? Also, kannst du einfach, wie gesagt, mal erklären, was deine Gedankengänge dazu sind, weil zum einen hilft es mir. Die sind sehr komplex und vielleicht interessiert es ja auch einige von den Zuschauern. Also, damals habe ich so gemacht, dass ich ein Diamantrohr hier hatte, die Drohnen nach unten und dann halt unten rein und die Königin, also die Prinzessinnen in dem Fall, die dann hier rauskommen, oben rein. Aber ich glaube, dass das gar nicht nötig ist mittlerweile. Ich baue mir mal eben Goldrohre. Es kann sein, dass es reicht, wenn ich das Rohr nach unten ziehe und unten den Input mache und er automatisch richtig sortiert, weil die gar nicht falsch landen können, die Bienen. Du brauchst ja jetzt aber noch irgendwas, um die Wooden Pipes zu powern. Mhm. Ja, das sehe ich doch richtig. Richtig. Dafür habe ich das ganz normale Basic hier. Das ganz coole hier. Das kommt später, das tausche ich später aus gegen die anderen. Dann mache ich das mal eben so. Nehmen wir einen Hebel. Reicht das? Ja. Nee, reicht das? Ah, ja. Ich habe mich auch erst gewundert, aber die brauchen wohl im Moment die Ball. Die müssen erst warm werden hier, wie so Dieselmotor. Tschüss, Multi. Tschüss. Ich bin down under. Voll unten. Das ist ungefähr die Messlatte von meinen Witzen hier unten. Wie, die Rohre reichen nicht? Das kann es ja wohl nicht sein. Da muss ich gleich noch mehr craften hier. Also ich habe jetzt, damit du das auch verstehst, das sind Holzrohre, damit kannst du Sachen rausziehen, wenn die bepowert werden. Und das sind Goldrohre, die sind eben quasi Rohre, die ziemlich schnell sind. Aber meine dumme Frage, warum benutzt du jetzt die BC-Rohre und nicht irgendwelche Ducts oder Conduits oder sonst irgendwas? Das könnte ich auch machen, aber dann müsste ich ja hier wieder Dingensen. Stimmt, das kann man mittlerweile auch machen. Ja, das ist so meine altmodische Variante. Weil ich okay, das, also weil das liegt hauptsächlich daran, dass ich das von Anfang an immer so gemacht hatte, ja. Ja, alles gut.
Darfst du machen, wie du willst. Mich hätte es nur interessiert, ob es da tatsächlich vielleicht einfach einen Grund für gibt, dass es irgendwie mit denen vielleicht nicht richtig funktioniert oder so. Müsste man ausprobieren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnte man noch rumexperimentieren ohne Ende. Das Problem ist natürlich jetzt hier, dass hier dass ich das hier gerade nicht demonstrieren kann, weil ich das erst demonstrieren kann, wenn die Bienen da mal gestorben sind. Wirklich mal im Pennen. Ich hab dir übrigens einen Schlafsack zugeworfen. Ja, hab ich gesehen. Dankeschön. So, dann kann ich hier theoretisch die anderen beiden auch mal setzen. Und theoretisch kann ich die provisorisch hier. Die setze ich mal nach vorne, die ganz normalen Bienenhäuser. Das sind dann halt einfach mal irgendwelche. Die sind dann einfach zur Zierde hier. Vielleicht kann man die zwischendurch benutzen, wenn man mal irgendwie Bienen über hat. So, was ich jetzt auch noch mache. Du hast nicht zufällig gerade noch Bronze übrig gehabt vorhin? Zwei Stück habe ich. Du könntest mal noch einen Habitat-Locator bauen. Mit dem, ich weiß gar nicht. Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt gerade mal genommen, ja, wenn ich einfach gerade gucke. Also. Ich glaube, der braucht auch Honigtropfen. Hier nimm mal. Und wenn du dann da jetzt eine Biene reinschmeißen würdest, ich werf dir mal hier einfach random mal eine zu, so eine Water Drone. Wenn du die da reinlegst und der das analysiert, dann müsste er dir jetzt leuchtend die Biome anzeigen, in denen, ich sag mal, die diese Biene toleriert. Also wo du ja, diese Plains, Bienen, Forest, das Tiger, ist somit mit einer der hilfreichsten Sachen, die ich jemals entdeckt habe, für mich persönlich, weil ich immer das Problem hatte, wo ich welche Bienen jetzt machen kann. Das Schöne an dem Biom hier, an dem Plains Biom, ist ja, dass das sehr freundlich ist. Naja, es ist ein sehr moderate Temperatur und sehr moderate Luftfeuchtigkeit. Bedeutet, dass hier viele Bienen nutzbar sind. Wenn du dann halt irgendwie ein Biom hast wie Dschungel oder so oder Wüste, so die extremen Teile, da wird es dann schon ein bisschen kompliziert. Weil da gehen dann halt wirklich nur die seltensten, die wenigsten Bienen. Und mich mal eben. Was mir jetzt gerade auffällt, du hast da jetzt die Blume dazwischen gesetzt. Die ist nötig, damit es funktioniert. Oder wie sieht es aus? Es ging vorher auch, interessanterweise. Wahrscheinlich, weil die Blumen hier hinten rumstehen. Okay. Aber es müssen Blumen in einem gewissen Umfeld sein. Ja. Sozusagen. Aber, jetzt kommt wieder der Clou: Jede Biene ist unterschiedlich und braucht bestimmte Arten von Blumen. Okay, wie findet man das raus? Das gibt dir der Bee-Analyzer eigentlich auch raus. Warte mal, ich guck mal eben. Ich nehme mal jetzt hier eine Water Drone wieder. Schmeiß sie mal hier rein. Da müsste eigentlich irgendwo stehen. Da, Flower Type, gleich bei 1 schon mittendrin. Lily Pads braucht die Water Drone. Okay. Zum Beispiel. Dann gibt es auch noch so ganz extravagante Sachen wie die Rocky brauchen einen Stein einfach nur in der Nähe. Wie auch immer das jetzt funktionieren soll, das stelle ich jetzt einfach mal nicht in Frage. Die ist besonders, die zapft auch aus dem Steinnektar, ja? Das ist eine Hardcore-Drohne. Dann gibt's hier die Marshi, das ist eigentlich schon ganz klar, dass sie Pilze braucht, dann wäre man auch so drauf gekommen. Die Forest-Bienen brauchen, glaube ich, Farn oder so. Okay. Was gibt's denn noch? We get carried away at the end of the day.